Die große Waffe ist es, den Ehemann zum Verschwinden zu bringen. Die kleine Pistole, die erste kleine Pistole, ja, verzögere deine Reaktion für ein paar Sekunden. Die zweite kleine Pistole, geh nicht in die Küche. Dritte kleine Pistole. Ist zu viel Stimulus. Du bist zum Beispiel müde. Oder du isst Zucker, bevor du in die Küche gegangen bist. So etwas in diese Richtung. Die vierte Pistole. Du öffnest deinen Geist zu Medien, zu Fernsehen. Wenn du viele gewalttätige Filme schaust, dann bist du irgendwann gewalttätig. Fünfte kleine Waffe zu versuchen, nicht eine Gewohnheit daraus zu machen. Versuch, keine schlechten Gewohnheiten zu erzeugen. Hier sind wir jetzt. Die kleine Ursache für negative Emotionen sind, sagt Komba. Komba. Du hast eine Gewohnheit entwickelt, wütend zu sein. Und das tibetische Wort für Meditation kommt daher. Das tibetische Wort ist Gomba. Das ist ein kleiner Unterschied. Komba, Komba, das bedeutet, eine schlechte Gewohnheit zu entwickeln. Gomba, Gomba bedeutet zu meditieren. Zu meditieren. Das tibetische Wort für Meditation ist es eigentlich, eine gute Gewohnheit zu entwickeln. In deinem Geist. Ich mag das Sanskrit-Wort. Sagt Pavana. Pavana. Das Wort für Meditation ist Pavana. Pav bedeutet zu werden. Anna ist jemand, der etwas tut. Auf Sanskrit, das Wort für Meditation, es verändert dich zu einer anderen Meditation. Es macht dich zu einer besseren Person. Im antiken Indien, dann würde dein Lehrer nicht sagen, bitte meditiere jetzt nicht eine Stunde lang. Bitte werde für eine Stunde lang eine bessere Person. Übrigens, ich bin neugierig, wie viele haben die Meditation, das Gefühl gehabt, dass die Meditation besser war nach dem Yoga? Wie viele haben das Gefühl, wie viele Leute haben das Gefühl, Meditation ist besser vor dem Yoga? Viele Leute fühlen, Meditation ohne Yoga ist am besten. Okay, okay. Shang Rinpoche ist ein berühmter Lama. Du hast dich angewöhnt, deinem Ehemann gegenüber in der Küche
auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Jedes Mal, wenn du es machst, noch einmal mehr machst, machst du es dann später noch 10-mal mehr. Pakchak Shokchö bedeutet, du beginnst, sagt Pakchak. Pakchak bedeutet eine Gewohnheit sammeln. Du heiratest. Du gehst auf ein auf die Flitterwochen, alles ist wunderbar. Dann hast du den ersten Streit. Der ist klein. Du sagst, ich würde gern zum italienischen Restaurant gehen. Sie sagt, ich gehe lieber zum japanischen. Dieser erste Kampf ist sehr wichtig. Versuch ihn so kurz als möglich zu machen. Weil es eine Gewohnheit erzeugt. Und der zweite ist ein einfacher zweiter Streit. Der dritte, vierte Streit und so weiter. Und der Streit wird größer. Du beginnst mit den Augenbrauen. Japanisch? Dann beginnst du deinen Mund zu verwenden. Japanisch. Dann ist irgendwo eine Linie, wo du etwas sagst. Ich mag Japanisch nicht wirklich. Und das kann eskalieren ins Stoßen. Und dann Schlagen. Und dann Scheidung. Ich gehe einen Schritt zurück beim der ersten Diskussion mit den Augenbrauen. Versuch deine Augenbrauen zu kontrollieren. Okay, wir können zum japanischen Restaurant gehen. Okay, versteht ihr? Bekomm nicht die kleine Gewohnheit. Hör bei der kleinen Gewohnheit auf. Jede Hochzeit, und manchmal ist es die Frau, die den Mann schlägt. Es beginnt mit den Augenbrauen. Wenn du die Augenbraue zurückhalten kannst, dann wird es nie schlimmer. Wenn du dich daran gewöhnst zu streiten, sagt Nam Nam, Nam Nam, je mehr Augenbrauen Streite ihr habt, desto mehr Nam Nam bedeutet, Streit passiert dann leichter. Es ist leicht, zu streiten zu beginnen. Nach 3-4 Augenbrauen streiten. Es kommt, Nam Nam bedeutet, es kommt automatisch. Und dann haben wir Gewohnheiten von unserem vergangenen Leben. Wir haben eingeborene Gewohnheiten von unserem vergangenen Leben. Ich kann nicht sehen, wie man sieht, dass du zwei Kinder haben kannst und nicht an ein vergangenes Leben glauben kannst. Das erste Kind ist nervös und schreit die ganze Zeit und streitet. Das zweite Kind hat eine vollkommen andere Persönlichkeit. Von der ersten Stunde weg. Sie bringen ihre Persönlichkeit von dem vergangenen Leben. Und wenn du ein Kind bist, dann zuck nicht aus, dass deine Kinder weinen oder sich schlecht verhalten.
oh, ich bin ein schlechtes Elternteil. Meine Kinder sind immer unzufrieden. Das hat nichts mit dir zu tun, okay? Du bist so wie 1%. 99% sind die Milliarden von Leben, die vorher gekommen sind. Okay? Natürlich wollen wir alle, dass unsere Kinder perfekt sind. Aber 99% dessen, was dein Kind ist, hat nichts mit dir zu tun. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Fühl dich nicht schuldig. Wenn das Kind liebevoll, intelligent und viel Mitgefühl hat, das ist genetisch. Okay. Das kommt von dir. Und dann kannst du dich darüber freuen. Wegen unserer vergangenen Gewohnheiten hat unsere Persönlichkeit Stärken und Schwächen. Manche Leute machen das mit den Augenbrauen und die Person wird dann sehr wütend. Oder manche Leute sehen ein K, den Buchstaben K, und sie träumen 2 Stunden lang über Krispy Kreme. Das ist ein vergangenes Leben, okay? Nimm dich selbst nicht zu ernst. Du arbeitest gegen 1 Milliarde von Leben, von Gewohnheiten. Es gibt eine berühmte Geschichte im Kloster. Jemand hat einen Mönch getroffen. Meditierst du? Ja, ich meditiere. Wie lange meditierst du bereits? In meinem Fall sind es über 40 Jahre. Und dann sagt die Person, bist du eine bessere Person als vor 40 Jahren? Hat die Meditation dir geholfen? Der Monk antwortet ganz ernsthaft, nein. Jetzt sagt die andere Person, ist überrascht. Warum meditierst du dann nach wie vor? Kannst du dir vorstellen, wie schlecht ich wäre, wenn ich nicht meditieren würde? Okay. Nur um gleich zu bleiben. Ist schon Fortschritt. Wenn du viel Samen von vergangenen Leben hast, um dich zu ärgern, dann das Wort hier nennt sich Miklokta. Miklokta, ich zeige euch Miklokta, okay? Aldo, sag etwas. Hallo, Gisela. Das ist Miklokta, okay? Hallo, Gisela. Und dann ärgert er sich. Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe kein schlechtes Gesicht gemacht. Ich habe nur einfach so hingeschaut. Wenn du Samen aus dem vergangenen Leben hast und jemand schaut dich einfach nur falsch an, du wirst wütend. Okay. Dirty Harry, ihr seid zu jung dafür. Vergesst es, ich sage euch das bald einmal. Es gibt einen berühmten Clint Eastwood-Film. Jemand schaut ihn nur falsch an und der macht Bums, Bums, Bums.
Du musst versuchen zu erkennen, dass du bestimmte Gewohnheiten aus dem vergangenen Leben hast. Wir alle haben Schwächen, die wir in dieses Leben vom vergangenen Leben mitgebracht haben. Manche Leute haben Essensschwierigkeiten, Krispy Kreme-Schwächen. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit Ärger. Manche Leute haben Geldschwierigkeiten, Sexschwierigkeiten. Und nach Buddhismus, nach dem Buddhismus, kannst du hier nicht geboren sein, wenn du nicht eine Schwäche hast. Wir haben alle unsere Probleme und Schwierigkeiten, okay? Wir haben am Anfang der Klasse gesagt, glaub nicht, dass deine Probleme größer sind als die Probleme anderer Menschen. Denk nicht, der in diesem Raum ist, der viel, viel besser ist als du. Das gibt's auch nicht. Inklusive Geshe Merkel. Ah, wirklich. Meine Leute sind 99%. 99%. Ist für manche Leute ist es 99% leicht, sich zu ärgern, und andere Leute haben eine 98%ige Leichtigkeit, sich zu ärgern, und es gibt niemanden, der viel besser ist als das. Die beste Person in diesem Raum, in dieser Welt des Verlangens, die schlimmste Person in dieser Welt, ist zu 99% verwirrt und komisch. Und die beste Person ist 98% verwirrt und vermischt. Und wirklich, wirklich, ganz im Ernst. Sonst kannst du gar nicht hier sein, wenn du nicht 98 oder 99% verwirrt bist. Wenn du schlechte Angewohnheiten hast, dann nimm es nicht so ernst. Okay? Es ist nicht das Ende der Welt. Und im Ernst, du hast sowieso keine Alternative oder Wahl, lerne damit umzugehen. Du bist hier stecken geblieben. Was ist das größte Argument gegen Selbstmord im Buddhismus? Es hilft dir nicht weiter. Du verschwendest nur eine Pistolenkugel. Du fängst wieder von neuem an. Und hast die Schmerzen von der Waffe. Es hilft nicht. Wenn du dich umbringst und alles wird schwarz und dein Leben ist zu Ende, dann vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Aber es funktioniert nicht. 5 Minuten später bist du in einer anderen Person. Lerne damit umzugehen, wer du bist. Versuche, dich zu verbessern. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben ein paar Minuten noch. Heute ist ein Feiertag. Das ist der Feiertag des weiblichen Buddhas. Okay. Wenn du heute hineingehst und den Mond anschaust, dann nennen wir das den 10. Mond. Es sind 2/3 voll. Und jedes Monat ist das der Feiertag eines weiblichen Buddhas. Daher haben wir all die lustigen Dinge für heute geplant. Das Hotel niederzubrennen,
solche Sachen. Ich beginne die sechste Pistole nur, weil es Glück bringt. Das hört sich wie die Sex Pistols an. Okay. Wir beginnen. Das hat mit dem Mönchstraining zu tun. Und das ist, wo du die auswählst, deine Augen hinzurichten. Wenn du ein Problem mit Krispy Kreme hast und du gehst einem Krispy Kreme Krapfenshop auf der rechten Seite vorbei, dann hast du eine Wahlmöglichkeit. Schau nach links, in die andere Richtung. Und geh weiter. Das ist alles. Wenn du Kontrolle darüber, du hast Kontrolle darüber, wohin deine Augen gehen. Meditation ist eine sehr wichtige buddhistische Praxis. Aber die Kontrolle deiner Augen ist auch außerordentlich cool und entscheidend. Ich weiß nicht, so wie du hast einen Kampf mit jemandem, einen Streit mit jemandem in diesem Raum und die sind hier drüben und Geshe-la ist dort drüben. Du kannst das Video beobachten. Du hast eine Wahlmöglichkeit. Wo du deine Augen hingibst. Die ganze Welt spricht über Meditation. Niemand spricht über Augenkontrolle. Aber tatsächlich, du kannst deine Augen links oder rechts hinrichten. Konzentriere dich nicht auf Dinge, die dir Probleme bereiten. Und again, wieder, das ist nur eine Pistole. Es ist keine große Waffe. Manchmal kannst du es nicht, du kannst dich nicht zurückhalten und du kannst es dir nicht erlauben, wohin zu schauen. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Ehegelübde einzuhalten, du schaust immer die anderen, die hübschen Mädels und Burschen aus, schaust immer die hübschen Mädels und Burschen an, dann lerne deine Augen zu konzentrieren. Ein hübsches Mädchen, ein hübscher Bursche ist hier, dann lerne es, deine Augen in die andere Richtung zu richten, okay? Und das ist nicht eine permanente Lösung, aber es hilft. Es gibt dir etwas weniger Probleme in deinem Leben. Lerne deinen Augen zu sagen, wo sie hinschauen sollen. Du bist der Boss deiner Augen. Sei der Chef deiner Augen. Lass deine Augen nicht dorthin schweifen, wo sie nicht hingehen sollen. Und das wird zu einer Gewohnheit. Ich habe 19 Jahre lang im Bus zur Arbeit gefahren. Sehr oft waren es 2 Stunden in beide Richtungen. Der Busplatz in der Früh hat, weiß es nicht, 100.000 Leute. Und all die Damen sind für die Arbeit angezogen. Sie haben das Make-up im Bus gemacht. Es braucht viel Praxis. Weil es war sehr herausfordernd für mich, nur durch die Bushaltestelle durchzugehen. Ich gelaufen. And you get used to
Und du gewöhnst dich dran. Wenn du verheiratet bist, es schadet deinem Partner wirklich, es schmerzt deinem Partner wirklich, wenn du so durch die Gegend schaust mit deinem lieben Mädchen oder deinem lieben Burschen. Es schadet deinem Partner. Sie sind nicht dumm, die spüren, wo deine Augen hingehen. Und das ist eine sehr respektvoll von deinem Partner. Wenn ihr gemeinsam seid und ein Mädel oder ein Bursche geht vorbei, und das ist der Moment, wo du deine Frau oder deinen Ehemann anschauen solltest. Und das ist ein Zeichen von Respekt. Sie sind dankbar dafür. Weil die spüren, wo deine Augen hingehen. Die wissen das. Du machst so.